Okay, you want a fair fight? Watch your hands, break and stop boxing. Touch nothing, good luck. Vier Runden im Schwergewicht sind angesetzt. Seconds out, Ring frei. Runde 1, Round 1. Also, es geht los im Schwergewicht. Elvis Omarjahović in der rot-weißen Hose gegen Dule Vujicic. In Serbien geboren, lebt in Hamm. Ja, beide haben gut was auf dem Rippen. Und dieser Elvis Jahović ist ein interessanter Mann, ein bunter Vogel. 2011, Sie haben es gehört, hat er seinen ersten Profikampf gemacht. Den hat er knapp verloren gegen Mehmet Altintas aus Köln. Ja, da hat er mal 11 Jahre Pause eingelegt und heute steht er wieder im Ring und feiert sein Comeback mit 35 Jahren. Er hat von mir gesagt, also K.O. schlagen ist nicht unbedingt das, was ich will. Wenn es dann dazu kommt, ist auch gut. Ich will erstmal schauen, wo ich überhaupt stehe nach 11 Jahren. Seit 3 Jahren wieder voll im Training. Als Abu Yusupov in Berlin aufkreuzte. Hat er sich wieder zur Verfügung gestellt, der Sparringspartner. Ja, und jetzt hat er wieder Spaß gefunden am Boxen. Elvis Omarjahović. Ein paar Hände ballern, komm. Mach mal aggressiver mit reingehen. Na, so richtig, der Dampf fällt dahin an den Schlägen bei Dule Vujicic. 15 Kämpfe, 5-mal gewonnen, allerdings 5-mal vorzeitig, 10-mal verloren, 8-mal vorzeitig. Also alles möglich bei dem Vujicic. Ja, Vujicic pace da nichts. Versucht erstmal mit seiner Führungshand ein bisschen zu arbeiten. Ja, da wäre die Chance jetzt gewesen mit die Rechte. Noch ein Schritt weiter nach vorne, da war er offen wie ein Scheunentor in der Vujicic. Ja, Boxen da. Sag mal, locker vor sich hin. Aber was will man auch nach 11 Jahren erwarten? Muss er mal wieder reinfinden. Der Elvis Jahović. In der Rot-Weiß. So, mal ein schöner Körpertreffer. Mal leicht gezuckt, der Vujicic. Die erste Runde rum. Ich denke, er hat ein bisschen mehr gemacht, der Elvis Jahović. Und deshalb müsste er die erste Runde ja auch gewonnen haben. In seiner Ecke Harput Schröder, Gerd Mehler und Heiko Hühe. Ja, der Dule Vujicic, der atmet da schon tief durch. Vier Runden, das hört sich immer so wenig an, aber wenn man nicht richtig trainiert ist, kann das ganz schön lang dauern. Second out, Ring frei, Runde 2, Round 2. Ganz sympathischer Zeitgenosse, der Jahović. Taxifahrer vom Beruf. So, und da ist er mal unten, der Vujicic. Jawohl, immer wieder schön auf die gleiche Stelle am Körper. Sehr schön, sehr schön. Weiter, weiter. Hose
den Körper sehr gut auflöst. Ich denke mal, wenn er ein bisschen den Druck erhöht, der Jahovic, dann ist die Sache hier relativ flott beendet. Da wackelt schon wieder Vujicic. Und dranbleiben. Ja. Vorbereiten und dann stellen. Nimm die rechte mit. Link umhalten. Hat der Amateur auch Bundesliga geboxt, der Jahovic bei Hertha BSC. Und auch für Eintracht Berlin war am Start. So, wie lange geht es noch? 1,16. Wäre schon noch Zeit, den Kampf hier zu beenden. So, jetzt hat er noch einen Ring sein, muss er eigentlich nur noch zuschlagen. Jawohl, die rechte da zum Kopf. Weiter! Ja, Hamo Schröter fordert auch hier. Nachsetzen. Sehr gut. Oben abschließen, komm. Halbe! Hey! Step back! Du Elbe, komm! 20! Rechte Härte, Mensch! Also zweite Runde geht natürlich mit diesem Niederschlag auch an Jahovic. 10-8. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, der aussichtsführende Verband am heutigen Abend ist der BDB, der Bund Deutscher Berufsboxer, vertreten hier durch die Delegierte Beate Pöske, die Offiziellen Andreas Schweiger, Marco Morales, Oliver Brien, René Fiebig, Peter Millort. Die beiden Zeitnehmer, beziehungsweise unsere Zeitnehmerin Melissa Öffner und Detlef Öffner. Die beiden Ringärzte Ole Dankwart und Dr. Thorsten Doller. Und am Doping ist Christian Ritter. Und last but not least die technische Leiterin des heutigen Abends. Die Legende am Ring, Dorothea Ring. Seconds out, Ring frei, Runde 3. Round 3. Vujicic, 42 Jahre alt, startete seine Karriere gleich mal mit 3 Niederlagen in Folge. Dann kamen 3 Siege, die ihn tatsächlich beflügelten, weiterzumachen. 2022 Sieg über den im Wipperfjord lebenden Pakistani Murtesa Hussein. Also hat schon mal eine Siegerung dieses Jahr. Vorzeitige Niederlagen gab es gegen Anilcan Yildiz aus Bad Kreuznach. Der hat jetzt 10 Kämpfe, 10 Siege. Und gegen Mukait Özkan aus Berlin 16 Kämpfe, 14 Siege und wird zum zweiten Mal angezählt. Und ich denke mal, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis der Andreas Schweiger hier die Sache beenden wird. Noch einmal, wenn er da runtergeht. Der Dulle Vujicic wird das gewesen sein. Hau doch mal gegen! Ja, ja, weiter. Schritt zurück, Schritt zurück. Löse dich und rück, komm. Genau, genau. Arbeiten, Härte, komm, Explosive. Oh, schön gemacht. Die Rechte zum Kopf, aber er vergisst immer wieder nachzusetzen. Also Tempo anziehen. Tempo anziehen, komm. Zum Seil hin, komm. Dritte Runde, das musst du Eindruck machen, komm. Komm, komm, komm.
Körper hoch in den rechten. Schritt zurück, 1, 2, komm. Genau, Schritt zurück, wieder neu angreifen. Linke bringen und die rechte. Aufwärts haken hoch, rechten komm. Da reite vor. Hat 23 Kilo abgenommen in den letzten Jahren, der Elvis Jahowicz hat seine Ernährung umgestellt, alles nochmal getan für dieses Comeback hier. 1, 2 gerade Körperhaken, komm. Ja, aber der juffelt sich so langsam wieder durch, der Vujicic. Nachrücken! Sind natürlich beide weit entfernt vom Highspeed-Boxen. Und ja, Jovic wartet jetzt darauf, dass der nochmal irgendeine kleine Lücke entdeckt und dann Körperkopf, ihn nochmal runterschickt. Ja, komm, weiter, Druck. Einfach nachsetzen. Der wartet eigentlich nur darauf, dass da nochmal einer kommt. Na, und dritte Runde hat er auch geschafft. Dulle. Vujicic. Meine Damen und Herren, in der Ecke von Elvis Omar Jahowicz, Trainer Hartmut Schröder und Champion Sven Elbi. So, hier mal ein paar Zeitlupen. Also die Attacken da von Vujicic sind natürlich super langsam. Seconds out, ringfrei, Runde 4, Round 4, letzte Runde, Final Round. Dann hat das, glaube ich, aber hat man ein Päuschen eingelegt. Letzte Runde, Vierbe. Auch mal jetzt als Haken geschlagen. Mitnehmen, Schritt mit, komm. Bereite vor. Aber doch jetzt. Ja, Aufwärtshaken müssen wir mal schlagen. Explodier doch mal. Ja, und das hinterher weiter verfolgen muss er ihn. Naja, die haben jetzt beide Luftprobleme. Nachsetzen, komm, Alter, letzte Runde, baller mal. Noch eine Minute noch. Minute! Das jetzt! Ja, warte, komm, weiter! Komm, komm, komm! Naja. Dann lässt es halt stehen. Vujicic, der atmet hier auf den letzten Zacken und der Jahowicz auch. Schritt zurück, Schritt zurück! Halbe und komm! Ja, jetzt gerade, gerade! Ja.
15 Sekunden. Dann ist der erste Kampf hier in Falkensee vorbei. Das war jetzt keine boxerische Delikatesse, aber kann man eigentlich erwarten von Elvis Jahovic nach 11 Jahren Ringpause. Aber ich denke mal, er hat ja genug gemacht, dass er den Kampf hier klar nach Punkten gewonnen hat. Ist natürlich auch eine Konditionsfrage. Und da hat er ein bisschen die bessere Kondition gehabt. Der Jahovic hat aber den Kampf auch gut eingeteilt. Was die Kräfte anging, hat er nichts überpaced. Und der Vujicic, der wird froh sein, dass die Sache herum ist. 115,5 Kilogramm zu 104,2. Bei Vujicic hat natürlich auch einen Ausschlag gegeben, dass er ein bisschen mehr Druck hinter den Schlägen bei Elvis Omar Jahovic war. Und Andreas Schweiger wartet jetzt hier, bis die beiden sich die Handschuhe da abgestriffen haben und dann kann das Urteil verkündet werden. Allzu schwierig dürfte es ja nicht sein. Zieht sich alles noch ein bisschen her, weiß auch nicht warum. Jetzt kommt Ingo Rohrbach und dann wird das Urteil auch verkündet werden gleich. So, jetzt brauchen wir noch mal eine Minute. Bis meine Damen und Herren, lieber Boxsportfreunde, noch mal einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil, as we go to the scorecards. Wir haben einen einstimmigen Sieger nach Punkten. Alle drei Ringrichter werden in den Kampf 40 zu 36, 40, 36. Und damit winner by unanimous decision. Einstimmiger Sieger nach Punkten aus Berlin, Elvis Omar Jahovic. Also klare Kiste für Elvis Jahovic. Das hat er nach 11 Jahren. Slavisa Zivinovic, übrigens in der Ecke von Dule Vujicic, auch bekannter in dem Boxring Europas. Also nach 11 Jahren endlich der erste Sieg für Elvis Jahovic. Gratulation. Kurzes Foto noch, dann müssen wir weitermachen, meine Herren. Wir haben ein straffes Programm heute Abend. Sven Elbe ist in der Haus. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gerade noch ein Küsschen gekriegt von deinem Schützling. Was war da los? Elvis und ich, wir sind halt sehr gute Freunde. Schon seit langem. Er steht auch immer bei mir in der Ecke, wenn ich kämpfe. Ohne Elvis kein Kampf. Zufrieden mit seiner Leistung? Also man muss ja mal sagen, Elvis hatte das erste Mal jetzt nach 9 Jahren gekämpft. Man hat gemerkt, da ist eine gewisse Nervosität drin gewesen. An sich hat er die Grundlagen nochmal umgesetzt. Er muss daran weiterarbeiten und hoffentlich arbeitet er sich weiter nach vorne. Wann dürfen wir dich denn wieder im Ring begrüßen? Na, ich weiß, 10 Wochen verletzt, bin diese Woche erstmal locker ins Training eingestiegen. Ich lege jetzt in 2-3 Wochen ordentlich los, mache mich fit und dann warte ich auf die Angebote aus den USA und England oder wo auch immer. Alles klar, dann drücken wir die Daumen. Großen Applaus für dich. Schönen Dank, dass du da bist. Sven Elbier! Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Er findet im Superweltergewicht statt. Das Gewichtslimit 69,853 Kilogramm. Begrüßen Sie nun mit einem großen Applaus. Er kommt zu uns in die blaue Ecke. Damian Haus!
take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, yeah, like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, you, all night. Damian aus. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Er kommt zu uns in die rote Ecke, ist der ehemalige deutsche Meister der Amateure, Andranik Voskonjon. GC, Azad, Anka, Je, Miatia, Hayastan.